Hier ist erst einmal ein Raum, der fürs Erste aussieht wie eine Falle, eigentlich. Aber keine Falle ist, das ist einfach bloß eine Gemeinheit. Wenn man genau hinsieht, sind wir nämlich direkt wieder in dieser Röhre drin, die wir vorhin runtergekommen sind. Da, wo wir auch den Wall Parasite getötet haben. Und hier finden wir einen Drachenstein. Den ersten Drachenstein, um genau zu sein. Mit Drachensteinen könnten wir Drachenwaffen wie das Drake-Schwert upgraden. Also das gerade Drachenschwert. Aber hat nicht sehr viel Nutze, meiner Meinung nach, weil Drachenwaffen, wie gesagt, nicht skalieren. So, ein Punkt auf Intelligenz. Dann haben wir genug, um den Zauber zu benutzen, oder? Jupp. Und jetzt wollen wir dieses Leuchtfeuer auf 20 bringen. Das brauchen wir nämlich ganz dringend auf 20. So, entfachen. Entfachen. Und nochmal entfachen. So, jetzt haben wir nur noch eine Menschlichkeit, als Weichmenschlichkeit, aber das ist sehr, sehr gut zu verkraften. Wir kriegen nämlich gleich wieder Menschlichkeit. So, dazu müssen wir bloß hier ein bisschen abwarten. Hier stehen bleiben am besten. Den da weghauen, können wir ruhig weghauen. Und uns schon mal zurückziehen. Wenn hier nämlich gleich, genau. Invasion, Finstergeist, wilde Mildred. Unser nächster Finstergeist. Nachdem wir Kirk in den Tiefen getötet haben. Genau, da kommt sie nämlich. Ja, eine halbnackte Frau mit einem Plankenschild auf dem Rücken. Und einem riesen Hackschwert. Und zusätzlich noch mit einem Sack auf dem Kopf. Also ja, man könnte meinen, sie gehört zu den Köchen. So. Mildred ist tot. Und wir kriegen ihre verbleibende Energie. Und eine Fliege. Verbleibende Energie. Menschlichkeit haben wir erhalten und Seelen. Und wir können noch mehr Menschlichkeit und ihr Schlachtermesser aufsammeln. Gut. Wir haben jetzt wieder genug Seelen, um aufzusteigen. Das würde ich gerne jetzt mal weiter in Vitalität tun. Obwohl wir demnächst auch noch Zauberei-Slots brauchen. So, jetzt wollen wir uns hier unten umgucken. Es gibt nämlich viel zu sehen hier unten. Und damit meine ich nicht nur die hässlichen Insekten, die wir töten. Und die Secrets, die wir abstauben. Vergiftung können wir dezent ignorieren. Genauso wie das Viehzeug hier eigentlich. Weil wir haben 20 Flakone, damit können wir gegen die normale Vergiftung gegenheilen. So, wir laufen einmal im Uhrzeigersinn herum. So, töten dabei alles, was uns in die Quere kommt. Schlucken schon mal die erste Ladung Flakon. Und begegnen schon wieder neuen Gegnern, die ich übrigens ein bisschen mag, weil sie A, sich leicht töten lassen, auch wenn sie auch ordentlich Schaden austeilen dabei. Aber sie droppen etwas. Also sie droppen es nicht so häufig. Aber sie droppen es häufiger als die Schleime. Hallo, Riesenviech. Hast du Schiss vor mir? Solltest du auch haben. So. Und ja, man merkt schon, im Sumpf können wir uns nicht so viel bewegen. Weswegen wir etwas aufpassen sollten.
So, zwei weg. Flakon trinken. Ja. Stirb einfach. So. Du hast auch nichts dabei. So, hier ist der große Baum, von dem ich vorhin erzählt habe. Und hier gibt es sogar einen Zugang zu diesem Baum. So, wenn man hier einfach reinrennen würde, sieht man hier etwas rumliegen, ein Plankenschild nämlich, genau das, was Mildred gerade benutzt hat. Also könnten wir uns theoretisch jetzt als Mildred verkleiden, außer dass wir männlich sind. Das Wichtige ist aber jedoch das hier, nämlich ein Secret, auf das man so leicht nicht kommen mag. Doppelmenschlichkeit. Und hinter dem Secret ist noch ein Secret. Nämlich die große Leere. Oder eigentlich würde ich es eher als die große Hülle bezeichnen. Weil es ist der Baum selber. Also die ausgehöhlte. Also der ausgehöhlte Baum. Und immer wenn ich den Baum betrete, stirbt irgendwas. Ja, seht ihr, wir sind im Baum drin. Und haben hier ein Leuchtfeuer, an dem ich mich kurz heilen werde. So, sehr gut. Nehmen wir die Leiter wieder nach oben. Und gehen zurück in die Schandstadt. Weil die große Leere ist eigentlich eher ein Gebiet für später. Also die möchte ich nie, wenn es geht, jetzt nicht unbedingt machen. Wir kommen später eh nochmal hier unten her. Also haben wir noch genug Gelegenheit dazu, die große Leere inklusive dem, was danach kommt, zu machen. Ja, die große Leere ist ein Ort, an dem man ziemlich leicht sterben kann. Oh. Hey, wo kommst du denn her? So, und keiner von euch hat Loot, gell? Nein. Die Jungs hier droppen nämlich genauso Scherben, grüne Scherben und graue Scherben wie die Schleime in den Tiefen. Aber sie machen es doch dezent häufiger und sie sterben schneller. So, stirb du mal. Du hast nichts dabei, schade. So, sterbt ihr beiden. Sie sind nur manchmal etwas schwieriger zu plündern, weil sie sich nicht auflösen. So, Flakon trinken. Wow, und hier hat mich gerade der Target Lock im Stich gelassen. Lässt er immer noch. So. Wegen dem blöden Target Lock habe ich jetzt wieder einen Flakon verbraten müssen. Eine große Scherbe, sehr schön. So, weg mit euch. Und ihr habt auch nichts. So. Ja. Es kann manchmal passieren, dass überhaupt keiner von denen Loot hat, aber normalerweise droppen sie wenigstens einmal eine graue Scherbe oder fünf grüne. Ja, da hat doch mal einer was. Und der zweite auch. Seht ihr, eine große Scherbe. Und du hast fünf grüne. Das ist nicht wenig. So. So, weg mit euch. Oh, du hast auch was. Nochmal fünf grüne. Jawohl. Also um grüne Scherben brauchen wir uns wahrscheinlich so schnell keine Sorgen mehr machen. Eine Schneide. Nehme ich auch gerne an. So. Und jetzt weg von hier. Hier können wir uns mal kurz mit der Heilung heilen. So sparen wir wenigstens einen Flakon, auch wenn 16 Stück noch mehr als ausreichend sind für das Gebiet hier.
Es ist halt nervig, dass man ständig vergiftet wird. So, und dass die Jungs hier ein bisschen schnell sein können und fies und unfair. Immer gut aufpassen. Und die Vergiftung hat nachgelassen. Dafür sind wir gleich wieder vergiftet. Genau. Weg mit dir. Und weiter hier rum. Ja, man sieht, wir kommen sehr langsam voran, aber wir sehen ziemlich viel. Also zum Beispiel liegt da drüben noch Loot versteckt. Und hier ist der Weg, den wir runtergekommen sind. Also man sieht schon, eine ganz schöne Kletterpartie war das. Halsbrecherisch. Hier haben wir noch eine Seele und da hinten sind noch, ist noch eine von diesen Blutekelviechern. Ja, du warst komisch. Sowas habe ich auch noch nie erlebt. Vorführeffekt. In einem Let's Play. Jupp. So, hier ist nichts in der mehr an Gegnern, aber hier in der Ecke liegt noch was. Pyromantie, Giftnebel und schäbige Stoffkapuze und Viecher. So. Die Insekten hier können richtig nervig sein. Falsch. So, weg. Wir sind nämlich direkt gegenüber von dem Leuchtfeuer und hier irgendwo müssten die Viecher ein Nest haben, in dem sie ständig respawnen. Also vorsichtig sein. So. Da drüben ist der Gegenstand, den wir gesehen haben. Den holen wir uns doch mal. Seele stolzer Krieger. Hm. Gut. Und eine Wassermühle, die einen Aufzug betätigt. Stirb schnell. Und du trink was. Das war nämlich jetzt nicht so gut. Und es kommen immer noch Fliegen. So. Also ja, die Dinger haben einen besonderen Namen, aber mir fällt da gerade nicht ein. Ihr könnt ihn ja in die Kommentare schreiben. So, noch eine neue Art von Gegner. Nämlich der Steinewerfer. Ja, komm hierher. Komm, er macht nämlich... Au. Ja, er macht Au. Genau, er macht diesen Angriff. Und dieser Angriff ist böse, weil wir ihn von hinten backstaben können. Dann können wir was trinken. Genau. So, töten wir dich einfach. Zum Glück konnte uns der Stein nicht erschlagen. So, man sieht, das sind nochmal drei Stück von denen, aber ich glaube, hier treibt sich auch noch einer rum. Genau. Au. Wo willst du hin? Komm hierher. Aua. Genau, roll den Stein. Und wir stechen dir einfach gezielt in den Rücken.